Herzlich willkommen im Tränenpalast. Ich bin Jenny Baumann, ich bin Historikerin und ich bin Gruppenbegleiterin hier im Tränenpalast der ehemaligen Ausreisehalle am Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße mitten in Berlin, als Berlin noch geteilt war in Ost und in West. Und ich habe einen ganz besonderen, wenn man so möchte, auch einen persönlichen Bezug zum Thema DDR. Denn ich promoviere an der Humboldt-Universität zu den Beziehungen zwischen der DDR und Spanien. Die Passkontrollkabine ist, wenn man so möchte, auch das Herzstück unserer Ausstellung. Es ist original erhalten und durch eine solche Passkontrollkabine musste jeder Reisende alleine durch. Von den Passkontrollkabinen gab es insgesamt im Tränenpalast 12 Stück, also jeweils bis ganz an die Wand. Wir haben heute noch die eine original erhalten, alle anderen sind Nachbauten, weil die 1990 verschrottet wurden. Wer überhaupt ausreisen durfte über den Tränenpalast und dann in den Bahnhof Friedrichstraße, das wurde an solchen Schildern angezeigt. Ganz plakativ stand da Ausreise für Bürger. Und mich interessieren natürlich jetzt ganz besonders, das könnt ihr ahnen, die Bürger anderer Staaten, die hier ausgereist sind. Dazu gehörten nämlich auch die Diplomaten. Und auch die spanischen Diplomaten gehörten dazu. Denn die DDR wurde 1973 international anerkannt und damit haben aus aller Herren Länder Botschaften in Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR, eröffnet. Der erste spanische Botschafter, der 1973 in die DDR geschickt wurde, der hat seine Freizeit sehr gerne in West-Berlin verbracht. Denn Ost-Berlin galt als nicht besonders weltläufig, ein Posten in Ost-Berlin war daher auch nicht besonders attraktiv. Woher weiß ich das? Weil ich mit einigen der ehemaligen Diplomaten in Spanien im Zuge meiner Doktorarbeit gesprochen habe und die mir das alle bestätigt haben. Also nach Ost-Berlin wollte man eigentlich nicht. Was hat man also gemacht? Man ist so oft es ging in den Westteil der Stadt ausgereist. Zu Fuß hat man das gemacht über den Tränenpalast, denn die Botschaft war ja nahe gelegen hier. Und dann ist man entweder am Kudamm einkaufen gegangen, die Frau des letzten spanischen Botschafters ist dort zum Friseur, hat sie mir gesagt. Die Kinder hat man aufs französische Gymnasium geschickt im Tiergarten. Naja, und man war hier also regelmäßiger Gast. Ja, und dieser besagte erste Botschafter, den ich erwähnt hatte, dem hat so gut gefallen, dass er seinen Wohnsitz einfach nach West-Berlin verlegt hat, dort in ein Hotel gezogen ist. Das ist den Grenzkontrolleuren in den Passkontrollkabinen natürlich mit der Zeit aufgefallen. Und so wurde er einbestellt, der spanische Botschafter, ins Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR. Und ihm wurde höflich nahegelegt, dass ein Wohnsitz außerhalb der Hauptstadt der DDR negative Folgen für die Interessen Spaniens haben könnte. Naja, und zähneknirschend ist er also umgezogen, hat eine Residenz im Prenzlauer Berg, also in Ost-Berlin, bezogen und war nicht mehr so häufig Gast hier im Tränenpalast. Wer von euch selbst einmal durch die Passkontrollkabine gehen möchte und ja, vielleicht auch nachvollziehen möchte, wie sich das da drin angefühlt hat, der ist immer herzlich willkommen in unserer Ausstellung. Oder aber ihr besucht unser lebendiges Museum online, LEMO heißt das. Dort findet ihr die Passkontrollkabine auch nochmal als Objekt, als Highlight-Objekt oder ganz viele andere Objekte, die ihr hier im Tränenpalast in unserer Ausstellung finden könnt.